So, ja. Willkommen zurück zu Oder 3 von Mega Man 3. Wir steigen direkt wieder ein, wo wir aufgehört haben, im Game Over Menü. Und natürlich nochmal mit der Snake Man Stage, die eigentlich schon zu Ende war, aber dank eines glücklichen Zufalls leider doch sehr abrupt geendet ist. Ich könnte hier eigentlich nochmal einblenden, wie es zu Ende gegangen ist. Lieber nicht. Ach, jetzt kommen die Leben natürlich. Gut, das war perfekt. Sehr schön. Perfekt. Jetzt weißt du ja, wie es geht. Hast du ja bei mir gelernt. Ja. Oder beziehungsweise wie es nicht geht am Ende. Ich kann mir nur vorstellen, dass es wirklich ein Frame gibt, wenn man draufsteht, was dich einfach runterdrückt. Das kann sein. Ich stand ja nicht genau mittig, sondern leicht rechts. Ey, das ist jetzt. Ey, dieses Spiel. Was Mega Man 5, wo die Droprate für die Leben so abartig hoch ist? Es gab ja Mega Man 5 oder 6, in 4er nicht, das weiß ich. In 4er war es nicht. 4er ist dann der erste mit Charge Shot. Genau. Und in 5 oder 6, da gab es wirklich, ich glaube, du bist durch eine Stage gegangen, hattest 3 Leben mehr, mindestens. Das war abartig. Die gibt es ja jetzt dann auch in der eigenen Collection. Ich glaube, bis. Ne, 7, 8, 9, 10 waren jetzt in der Collection. Ja, genau. Hier auf der 1er ist noch bis 6 drauf. Ja. Ich habe mir die 2, also es war ja ein Bundle, was ich mir hier geholt habe. Ich bin mal gespannt. Den 8er habe ich ja nie wirklich gezockt. Ich habe ihn zwar original hier. Wir haben ihn ja mal zusammen angefangen zu zocken. Ja, aber da waren halt so empört von. Das liegt halt auch an dieser maskulinen Stimme von Mega Man. Ja. Diese typische japanische Mädchenstimme, die drüber geblendet ist. Das ist echt hart. Stimmt auch wieder. Ich hoffe, er kommt jetzt noch ein Leben. Oh, schade. Ja, also ich bin jetzt schon gespannt, wie ich den Achter verkraften werde. Irgendwie muss ich mich da durchboxen. Ja. Aber gut, ich habe ja noch ein paar Teile vor mir, bevor es richtig schlimm wird. Ja, wobei die anderen Teile sind ja recht angenehm. Das 6er war sogar auch wieder ganz cool. Da ist ja, glaube ich, nie bei uns erschienen. Ja. Also ich fand die eigentlich. Ich finde, bis auf den 8er, der mir halt von der Grafik zu blöd war, fand ich keinen Mega Man halt schlecht. Viele schimpfen ja über den 7er. Ich mag den halt, weil ich damit groß geworden bin. Du machst das ohne Rush? Ich versuch's. Nervöses Fußzucken. Boah, sehr schön. Die Sache, also ich habe als Kind immer nur die Gameboy-Teile gezockt, weil ich keinen NES hatte. Und deswegen war das 7er für den SNES. Das erste wirklich Konsolen-Mega Man, das ich gezockt habe. Und deswegen habe ich natürlich gute Erinnerungen daran. Die besten. Ja, so wie bei mir hier, ja. 3er. Ja. Ich habe jetzt echt Angst vor diesen Wolken. Ich versuche ja, jetzt zu genau, springen und spring Wolken. Dann drauf, genau. Lass dich nicht von denen hochdrücken. Okay, aber das war. Oh, Gott. Jesus. Das macht mich jetzt auch wieder nervös, so wie du spielst. Bring dich panisch, oder? Okay. Vorsicht! Oh, immerhin. Wie lange geht es denn noch? Ja, ich glaube, das war's jetzt. Jetzt kommen die letzten Blöckchen, aber hier sind halt auch noch Wölkchen mit dabei. Ich bin ganz nervös. Oh Gott. Das ist halt, aber das geht. Muss nur geduldig sein und fertig. Ja, das ist halt immer das Problem bei Mega Man, die Geduld bewahren. Man muss ja nicht immer durchrennen, okay, als Speedrunner schon, aber als normaler Zocker. Na gut, in dem Fall ist es ja einfach nur ein Let's Play. Du weißt, Hardman kannst du eigentlich auch nutzen. Ach stimmt, Hardman. Kannst auch lenken. Ach so. Ich glaube, es ist fast besser mit dem Buster. Oh. Ja, Snake Man ist halt nicht der Einfachste. Er ist zu agil für so eine langsame Waffe. Also wenn du willst, kannst du dir auch einen E-Tank nehmen oder willst du ihn aufsparen? Würde ich eigentlich lieber aufsparen. So schlecht. Wir haben ja noch ein paar Leben. Ist es jetzt ja nicht gelaufen eigentlich. Ah, da sehen wir es. Wir haben uns in der letzten Folge gefragt, ob wir die E-Tanks behalten beim Game Over. Scheinbar schon. Ja. Das ist halt kacke, dass du damit nur einen Schuss hast. So viel mehr zieht die jetzt eigentlich nicht ab. Ist leer. Ja.
macht halt auch echt viel Schaden. Ja. Und Gott sei Dank hat man noch die Slowdowns, die das Spiel wirklich massiv vereinfachen. Wie man gerade sieht. Und ich nicht mal meine Schüsse rausbekomme. Ja, das war's. Schade. Irgendwie glaube ich nicht dran. Doch. Jetzt Platz. Guck mal, das lief doch bei mir eben ganz gut. Selbst ich habe ja nicht wirklich getroffen mit Hartmanns Waffe. Das Problem ist einfach, in der Zeit, wo du zweimal mit Hartmann getroffen hast, hast du 20 Mal mit dem Buster getroffen. Das eigentlich müsste man darauf achten, nicht alle drei Schuss rauszujagen, wenn es dann wieder einen Slowdown gibt. Ja, wie hier. Oh, oh. Sehr schön. Puh. Da konnte ich mal kurz nicht sprechen. Wenn ich Konzentration gebe ich Hartbier. Gutes Bier aus der Palz. Gruß an Andi. Glaubst du nicht, dass sie sich sowas anzieht? Anzieht! Das Bier! Ach, dieses Bier steht mir heute hervorragend! Ach Gott, würde ich jetzt gerne mir ein Bier anziehen. Lass mal machen. Gut, ich mach schon mal die Badewanne voll. Aber der Soundtrack ist auch wieder super einfach. Ja. K3 hat dann auch einfach einen Top-Soundtrack. Ja. Das ist richtig schwierig zu sagen, welcher Soundtrack besser ist. Das war gerade wieder Skill. Das war. Ach Gott, ja, jetzt läuft's richtig. Die Geduld ist schon wieder weg. Es geht. Ich bin noch immer ein bisschen empört. Wegen der Snakeman Stage. Ja. Mein Timing ist optimal. Ach, diese Slowdowns. Immerhin hat Mega meine kleinen feisten Hintern. Dann könnt ihr gleich bei der nächsten Leiter machen. Moment, ich brauche noch ein bisschen. Mega Man ist auch viel schneller im Leiterkrabbeln geworden seit dem letzten Teil. Da sieht man's. Seht ihr diesen kleinen wunderschönen Knack? Könnte ich da hart reinzoomen. Da freue ich mich. Ah ja, das war die Stelle, die mich immer belastet. Oh Gott, stimmt. Oh Gott, wir haben keinen Rush Jet, oder? Nee, ich glaube, den kriegt man hier. Meine Nerven. Oh, das war sogar noch okay. Immerhin. Ja. Eigentlich nicht so, wie es getimt hatte. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich wieder reinspringe. Aber ich kann damit leben. Wursch. Ja, komm, dann müssen wir mal wieder ein Ninja, Mann. Ist der Soundtrack hervorragend. So. Sind wir ja schon halb durch. Oh, super. Ach nein, also dafür benutze ich jetzt nicht. Dafür braucht man halt einen Daumen. Kannst du nicht einfach oben tun? Kann ich auch, aber. Du willst ein bisschen angehen. Jahrelang trainiert wurde dieser Daumen. Ach, unter Schmerzen. Ich bin echt neidisch auf die Drückgeschwindigkeit. Wie man ja mal im Mega Man X gesehen hat. Nein, du kannst das nicht machen. Ja, stimmt. So bei Mega Man X. Glück gehabt. Im ersten Mega Man X gibt es solche Kanister. Die sind brennbar. Also man sollte eigentlich meinen, dass man sie nur sehr gut gemacht hat. Die Anspannung. Also ich war jahrelang der Annahme, dass man sie nur mit der Feuerwaffe aufsprengen kann, aber. Mr. Daumen hat mich eines Besseren belehrt. Mann, das war auch mal. Ja, war doch seine Schwäche. Ich war mir nicht mehr sicher, aber hat doch wohl gestimmt. Hat befruchtet.
Wobei ja ein Delay drin war. Hast du es gesehen? Ich habe dreimal draufgeschossen, hat aber immer wieder nur alle paar Sekunden so einen dicken Block abgezogen. Ja, okay, die sind ja aber das ist ja meistens so bei den Bossen, dass die kurzzeitig unverwundbar sind. Ach, endlich haben wir auch den fleischfarbenen Mega. Der Beste. Es gab schon wieder keinen Rush-Chat. Wo gibt's denn den? Kriegen wir den mal Needleman? Kann das sein? Ja, muss sein, weil Magnet Man kenne ich, dass ich da immer rüber geflogen bin. Und Gemini Man mache ich eigentlich immer als letztes. Oder Needleman mache ich eigentlich immer als letztes. Entweder Gemini oder Needle. Needle kriegen wir. Machen wir Gemini, weil von dem müssten wir die Schwäche haben mit Snake Man. Ja, Needle habe ich noch nie mit Schwäche gemacht, deswegen kann ich dir nicht sagen, was deine ist. Ich meine, dass Gemini Man die Schwäche ist. Ja. Aber die Stage ist halt auch echt fies. Aber mit Rush Jet ist es okay. Oder Magnet Man dann. Ja. Wer hatte denn nochmal Dings als Schwäche? Magnet Man, es kann auch sein, dass Needlemans Schwäche Magnet Man ist. Hä? Vielleicht Hartman, den haben wir ohne Schwäche gemacht. Stimmt, weil das war ja auch nicht wirklich die. Ne, hatten wir überhaupt irgendwas schon? Nee, also wir haben. Topman, ja, okay. Du hast so kurz Shadowblade versucht, das ist abgeprallt. Ja, das kann sein, das ist Magnet Man. Ich weiß auch nicht wirklich, was die Schwäche von Topman ist. Ich glaube, der hat gar keine. Er ist die Schwäche. Ich glaube, ich guck mir mal das kurz an. Jetzt möchte ich mich doch mal spoilern. Also, Schwächen. Ja, nein. Drei. Oh nein, Protoman. Ja, aber dann kommt nichts, da sprengst du ja nicht in die Luft. Good guy, Protoman. Ich hab so wenige. Ah, Topmans Schwäche ist der Hardknuckle. Naja. Sparkman hat. Ja, aber wenn der Hardknuckle die Schwäche von Snake. Nee, von was ist? Ich bin ganz verwirrt. Ach, hier sieht man es mal. Snakeman hat die Schwäche. Also Nadelwerfer, also Needleman. Hm. Needleman hat die Schwäche Gemini Laser. Okay, die. Das passt. Hardman hat die Magnete. Okay. Topman hat nicht wirklich eine Schwäche, in Klammern Hardknuckle. Okay. Gemini Man hat Snake. Guck mal, wie dumm dieses Leben positioniert ist. Ja. Alles klar, ja. Und Magnet Man hat ja Sparkman. Okay, das passt. Ich hab's aber schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Nee, das geht nicht. Du hast sie falsch aufgeschossen. Ja. Da gibt's eine kleine Reihenfolge. Aber wobei, da hättest du es machen können. Ja. Das war ja nur so ein dummer Fragezeichen, kann es am Ende wäre AIDS drin gewesen. Okay, also Needleman hat dann Gemini Man, das passt. Ja. Ja, und mit Magnet Man mit Sparkman ist dann auch gemütlich. Okay, dann die Schwung. Mhm, und die Entchen. Oder ein Pinguin. Ich glaube eher ein Pinguin. Pinguine. Es gibt echt überraschend viele Roboter-Pinguine in den Mega Man. Ist auch immer interessant, dass man die Gegner nur Schaden machen kann, wenn man ihre Äuglein trifft. In dem Fall ist es aber die Kurbel, glaube ich, die man treffen muss. Nicht die Augen. Ich glaube, ich habe bisher immer auf die Augen gezielt. Das hat Schaden gemacht. Okay, vielleicht bin ich dann auch einfach behindert. Ja, ich glaube, die Hitboxen werden eben so genau genommen. Ja. Aber diese ganzen Doktoren haben echt ein Äuglein. Ich glaube, du kannst jetzt schon Rush Marine holen, ja. Ach, stimmt, die Stelle ist auch unerträglich ohne. Ja, deswegen, die habe ich nicht einmal so gemacht. Ich habe es manchmal, vergesse ich das und dann mache ich das. Du musst halt immer wieder jetzt hier Energie holen. Genau, ich kann da hochspringen. Ja, ja, ja. Das Problem ist, das Ding ist echt verdammt schnell leer. Immerhin kann man damit auch an Land laufen. Wir sollten mal ein Rush Marine Playthrough machen. Da kannst du schon hoch. Das ist halt echt. Ja, es ist. So eine Hurensohnstelle. Hatte ich jetzt Angst, ja, diesen Reiter. Ich bin da schon mal runtergefallen, weil es gar nicht mal so locker ist, sondern richtig eng. Aber hey, immerhin. Theoretisch kannst du ihn hier. Ja. Ja, es gab zwei E-Tanks im Leben. Schon. Schon okay. Also ja. Gute Entschädigung für die dumme Stelle. Und Snake Man dann.
Außer du willst dich opfern. Man kann es ja mal probieren. Ja, ich glaube, genau. Snake Man hat echt viel. Der ist auch nicht so hart. Ich glaube, der eine von den zwei Brüdern stirbt recht schnell. Man müsste sie halt treffen. Ja, die sind halt ziemlich belastet. Okay. Aber schon ziemlich viel Schaden. Mach's nochmal, ich mach dann einfach die nächste Stage. Okay. Sonst mache ich wieder nur alle Bosse. Und es ist dann auch irgendwie frustrierend. Ja, vor allem, wenn man dann die Schwächen hat. Ja. Und der letzte hüpft dann nur. Also wenn der eine down ist, machen sie gar nicht mehr die Spieler rein, sondern der läuft, glaube ich, nur noch in eine Fahne. Ja, wenn man dann mal in diesem Rhythmus drin ist, dann geht es eigentlich ganz gut. Ja. Die Waffe war eigentlich ganz cool, aber auch irgendwie nutzlos. Gemini Laser. Ja, hat irgendwie halt nichts gemacht. Ja, der prallt halt so komisch ab. Und ist ziemlich langsam. Ja. Ich glaube, deswegen war Needleman auch nicht wirklich leicht mit den Lasern. Aber Needleman, die Waffe ist eigentlich ganz cool. Ja, die war auch cool. War wirklich super Ersatz zum Blaster. Weil sie einfach auch mehr Schaden gemacht hat. Und auch kaum Energie verschwendet. Ja. Aber nichts kommt jemals an Metalmans Waffe rum. Das stimmt. Das war die einzig gute Waffe. Das haben sie erkannt und sofort verboten. Ja. Haben sich geschworen, nie wieder so eine gute Waffe in ein Mega Man Spiel einzubauen. Zumindest von den normalen Mega Man. In X gab es ja wieder ein paar gute. Ja, das stimmt. Einfach dieser Tornado. Das war einfach hervorragend. Der Flammenwerfer ist auch wütend. Ja. Und mit der Eiswaffe konnte man zumindest viel fancy Shit machen. Ja. Oh Gott, das wäre auch fast in die Hosen gegangen. Erstmal reinlaufen. Alter, der hat das echt gut getimt, so blöde Libelle. Hat gesehen, ich bin unten, aber dass ich hochspringe und dann. Was ist die Stelle mit den Dildos? Mhm. Echt fiese Dildos. Ja, daran erinnere ich mich. Und dann wütet er da unten rum. Stimmt, der rollt immer runter. Ja, und ich immer wieder probiere es dann trotzdem. Weil es ist es ja schon wert, aber... Ja. Ich habe halt schon kaum noch Leben. 4 Ethans. Hm. 3 Leben. Ich weiß gar nicht, wie viel man Max haben kann. Meistens sind es 4, aber ich glaube, in dem Teil sind es sogar 9. Echt? Deswegen, ich dachte gerade, haben wir überhaupt jetzt noch einen bekommen oder hatten wir vielleicht schon 4? Ich weiß es echt nicht. Ich kann das so cool sich ducken. Ich glaube echt, dass man in dem Teil 9 haben kann. Das werden wir dann bald erfahren. Ich glaube, es gibt nämlich noch einen E-Zahn. Okay, ich glaube, das war's. Jetzt versuchen durchzusliden. Ja. Sehr gut. Nicht so wie ich bin es einfach gewohnt, immer von denen getroffen zu werden. Ich hatte gerade wieder die andere Stage im Kopf, immer diese harte. Das Problem ist... Man kann nur einen Schuss haben? Ja. Man muss halt prinzipiell nah ran und hoffen, ihn so zu treffen. Krass, wie wenig Schaden die Dinger machen. Möchtest du das oder ich nochmal? Also, mach ihn ruhig. Außer, du möchtest nicht. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Ach nee, das passt. Ich muss das mit dem Schuss noch recht gut timen. Super. Der ist echt kooperativ. Ja, also 4 Schüsse habe ich in die Woche auch mindestens. Ne, ich glaube, ich habe nur 2-mal getroffen. Da sind viele nebendran gegangen beim ersten Versuch. Ja, das war okay. So, letzte Stage. Schön. Die schlimmste. Wir sind jetzt bei fast 20 Minuten. Nehmen wir die Stage noch mit rein? Nee. Oder wobei, eigentlich wäre es ein guter Abschluss. Ein schöner Abschluss, ne? Ja, und außerdem haben wir jetzt Rush Jet. Dadurch ist die Stage eigentlich recht kurz. Also wir überziehen heute ein bisschen, Tagesschau fängt später an. Sogar 8. Und jetzt passt. Magnet Man tut dann ja immer so mit seinem Kopf vibrieren. Ja, stimmt. Als würde irgendwas nagen.
Zeug die Krabben machst. Oh Gott. Ruf kein Krabbenwagen. Kann nicht. Muss zocken. Ach Gott, muss Elmar hart flöten. Und dann hat er nicht mal eine Flöte in der Hand. Der hat einen Flöter dabei, immer. Der steht oben noch. Ja. Das Protoman ist echt eine coole Sau, aber seine Angriffspattern ist ein bisschen wack. Solange seine Rhymes noch tight und fresh sind, ist alles in Ordnung. Ich überlege gerade, Protoman kam ja auch dann in den anderen Teilen immer mal wieder vor. Konnte man nicht auch mal spielen? Also, ja, in den PS4-Teilen dann. Bei 9 und 10 konntest du ihn spielen. Bei 5, 6, 4, nee. Nee, ich glaube, er kam dann auch bis zum 7er nicht mehr vor. Echt? Ich glaube. Gar keine Nintendo-Teil. Das wird man dann in den nächsten Videos ja erfahren. Ja. Ich kann ja hier schauen, ne? Es war doch hier so, wenn du springst, zieht es keine Energie ab. Ja. Okay, das. Also, rechts geht's einfacher. Jetzt kannst du springen. Also es zieht recht wenig ab. Diese Stelle ist echt unerträglich. Weil es zieht wirklich nur exakt das ab, was du geglitten bist, diese paar Millisekunden. Ja. Könntest du ihn eigentlich nochmal aufladen? Ja, aber nach der Stage wird er, glaube ich, nochmal voll geladen, oder? Ja, kommt nichts mehr, so eine Stelle. Ich glaube, es ist die einzige. In den normalen Welten. Das kann sein. Joch, ja. Diese normalen Welten sind echt unglaublich. Ich habe, glaube ich, einfach nur dann später diese Wily-Stages in meinem Kopf, von denen ich noch ein Trauma habe. Die sind jetzt echt gut durchgekommen, muss man sagen. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Sparkman. Strom macht Magnet kaputt. Was für eine coole Waffe würde sie Schaden machen? Ja, in verschiedene Richtungen. Ja. So, dann haben wir es geschafft. Sind wir gut durchgekommen. Dann brechen wir an der Stelle ab. Ich würde noch kurz diesen Story-Twist zeigen. Okay, ja, klar. Weil jetzt passiert ja noch was, ansonsten hat man gar keinen Anreiz, ja nochmal weiterzukommen, weil alle Stages sind ja durch. Jetzt passiert was richtig, richtig, richtig Übles. Jetzt wirklich mal aufpassen. Wie sieht die Stage aus? Nein, man sieht. Ja. Shit. Oh, Totenköpfe, könnt ihr euch das vorstellen? Was ist denn da los? Richtig übler Shit geht hier ab. Seht ihr in der nächsten Folge von Mega Man 3. Seid gespannt. Danke fürs Zugucken und so.